Was sich so wahrscheinlich durch die ganze Ausstellung zieht, ist auch der Versuch, mit schönen Worten bzw. mit Motivationsreden die Leute von der Realität abzulenken, was aber nicht gelungen ist. Ja, zu Beginn war durchaus ja Inhalt hinter diesen Slogan. Also man hatte sich da schon was bei gedacht und man wollte damit auch gerade in dieser Anfangszeit die Menschen motivieren. Und dann gab es auch die Möglichkeit, Auszeichnungen als Motivation eben zu benutzen. Held der Arbeit, das war sicherlich etwas, Straße der Besten. Alles Schlagworte, die Menschen, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben, natürlich sehr gut kennen. Aber mit dem zunehmenden Verfall und den zunehmenden Problemen auch der Wirtschaft in der DDR werden diese Auszeichnungen immer häufiger verliehen, einfach weil man hofft, damit die Menschen auch an das System binden zu können. Und das durchschauen die Menschen natürlich nach einer gewissen Zeit, denn sicherlich gibt es auch einen freien Tag. Das ist das, was die meisten dann auch erinnern, wenn man so eine Auszeichnung bekam. Aber eigentlich war dieser Orden oder diese Auszeichnung nicht mehr das wert, was sie eigentlich suggerierte, nämlich dass man damit wirklich eine besondere Leistung für den Staat erbrachte und sich damit auch zu diesem Staat bekannte. Das wurde eigentlich immer mehr zur Hülse und die Anzahl der Auszeichnungen zeigt auch, dass es der verzweifelte Versuch eigentlich war, des Regimes die Menschen damit zu motivieren und zu binden. Und zum Alltag gehörte auch, den Urlaub übers Ferienheim zu machen. Ja, diese Möglichkeit bestand zumindest, auch wenn eigentlich hier auch wieder sehr schön der Anspruch nie erreicht wurde. Also man wollte versorgen, man konnte aber nicht, denn es gab nie genug Plätze, wie es eigentlich den Bedarf gegeben hat in der DDR. Für uns ist dieses Beispiel aber auch wichtig, um zu zeigen, welche Rolle der Betrieb hier eigentlich spielte. Der Betriebsleiter konnte also mit seinem Votum oder Veto tatsächlich verhindern, dass jemand an so einen Platz gelangte und man dann vielleicht einen sehr begehrten Platz nicht bekam. Also diese direkte Einflussnahme eben auf den Alltag, die gibt es ja so heute nicht. Also die Chefin eines Betriebes kann eben nicht sagen, du fährst da nicht hin oder du fährst da nicht hin. Und das ist eben das Besondere eben auch hier an diesen Beispielen, um immer wieder auf die Unterschiede einfach auch hinzuweisen zu heute. Wann wurde denn begonnen mit der sozialistischen Erziehung? Ja, im Prinzip beginnt das sofort mit dem Eintritt in die Krippe. Und das Spannende ist eigentlich, dass der Auftrag an die Erzieherinnen und Erzieher oder die Leiter dieser Einrichtung immer der ist, zum Sozialismus zu erziehen. Ob man das in einer Krippe schon konnte oder nicht, oder wie wir hier in einem Protokoll eines Elternabends, eines Kindergartens sehen, das ist sicherlich eine sehr individuelle Geschichte auch. Also nicht jeder Kindergärtner und jede Kindergärtnerin hat das durchgezogen und dennoch ist sozusagen die Leitlinie, die darüber steht, die Partei vorgibt, diese Erziehung zu gewährleisten. Und dann gibt es in der DDR die Thälmann-Pioniere oder die Pionierorganisation oder später dann auch die FDJ, die im Prinzip all das ja auch lenken sollen. Also das heißt, der Eingriff des Staates in den Alltag jedes Einzelnen ist hier eigentlich ganz deutlich zu sehen. Was wir aber auch zeigen wollen, ist, dass einige sicherlich sehr linientreu dem Ganzen gefolgt sind, dass es aber auch viele gab, die einfach mitgelaufen sind, weil sie es nun mal machen mussten, weil sie dadurch ihre Chancen auf vielleicht einen Studienplatz oder eine Ausbildung verbessert haben, aber dieses blaue Hemd eben nur getragen haben, weil sie es mussten. Und Ende der 80er Jahre es dann sogar einige wenige gibt, das sieht man auch an einem Beispiel, die sich dann aufgelehnt haben, aber das ist ein ganz geringer Teil. Was uns einfach wichtig ist, ist auch hier wieder, der Staat, die Partei hat diesen Anspruch und was machen die Menschen daraus und was bedeutet es für die Menschen, wo kann man sich entziehen oder kann man sich am Ende tatsächlich eigentlich gar nicht entziehen. Wehrpflicht ist natürlich auch ein Thema. Wo legen Sie hier in der Ausstellung den Schwerpunkt? Ja, also wir wollen auch hier zeigen, dass es eben Wehrpflicht in der DDR tatsächlich auch bedeutet, dass wenn man sich dieser verweigern will,
was am Anfang gar nicht geht, später durchaus möglich ist als Bausoldat, dass das gesellschaftlich extreme Konsequenzen hat und gesellschaftlich insbesondere auf die Frage, wie geht das Leben danach weiter? Also kriege ich einen Ausbildungsplatz, kriege ich den Ausbildungsplatz, den ich haben wollte, darf ich studieren oder nicht? All das sind die Fragen, die hier eben eine Rolle spielen, auch hier wieder mit biografischen Beispielen, um zu zeigen, was bedeutete das denn, wenn ich mich in der DDR verweigert habe? Für die wenigen Fälle, in denen das möglich war, bedeutet es tatsächlich, dass der Rest des Lebens eigentlich völlig anders verlief, als man sich das gewünscht hat. Ja, wir sind angekommen in der Konsumgaststätte zur Grünen Linde. Was gibt es im Angebot? Brühe mit Einlage. Ja, also das Besondere ist hier, dass es diese Grüne zur Grünen Linde sogar noch gibt als Gaststätte heute noch. Wir haben sie also bei Recherchen gefunden. Und hier haben Sie schon darauf hingewiesen, was gibt es heute? Die Tageskarte spielt da eine Rolle. Denn wie uns die Besitzerin Frau Fischer auch erzählte, ist das Besondere, dass man kein festes Menü hatte, sondern je nachdem, was es im Angebot gab, konnte sie dann eben auch Speisen anbieten. Das entschied sich manchmal morgens, das entschied sich manchmal eine Woche früher. Und hier ist eben der besondere Hinweis darauf, dass es natürlich Kneipenleben auch in der DDR gab, dass man auch dort in die Wirtschaft gegangen ist, aber dass es eben andere Probleme gab, eine solche zu betreiben, wenn man tatsächlich genau zugeordnet bekommen hat, was man dort ausgeben kann. Besonders interessant ist natürlich dann auch, dass uns die Familie Fischer dann auch noch erzählt hat, dass die Kneipe, weil sie eben auch ein Ort des Zusammenkommens war, dass man nach 1989 festgestellt hat, dass diese Kneipe auch überwacht wurde, dass man also tatsächlich auch in dem Gastraum selber Wanzen gefunden hatte und damit also auch hier nochmal klar wird, es gab eben im Prinzip gar keinen richtigen Rückzugsraum, es schien eben wie einer. Dennoch hat man hier sicherlich sehr schöne, feuchtfröhliche Abende verlebt. Also für alle Menschen, die in der DDR gelebt haben, war das früher oder später ein Thema, dass man etwas kaufen wollte, was es nicht gab oder dass es zu einem Zeitpunkt nicht gab, wo es alle kaufen wollten. Und insofern ist dieses Thema Versorgung, Anstehen um Waren oder eben damit leben zu müssen, dass es das jetzt gerade nicht gibt, etwas, was den Alltag sehr stark geprägt hat. Und deswegen haben wir dieses Beispiel auch hier aufgegriffen, weil es eben nicht nur in der Kneipe vorkam, wie Sie sagen, sondern im Prinzip in allen Bereichen, ob das beim HO war, ob das am Zeitungskiosk war, wo man viele Zeitschriften, ich nenne mal das Mosaik, das eine sehr beliebte Zeitschrift ja nicht nur für Jugendliche war, sondern auch für Erwachsene, dass es das eben nur in einer geringen Auflage gab und man dann einfach nichts mehr bekommen konnte, dann aber wiederum Mittel und Wege gefunden hat, vielleicht doch noch ein Exemplar zu ergattern. Also um dieses Thema geht es hier ganz besonders. Immer aber auch wieder in dem Spannungsfeld, dass die SED sagt, also wir machen alles für unsere Werktätigen und es geht ihnen hier blendend und der Sozialismus ist dem Westen überlegen.